Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge Grandia 2 und wir sind in Mareks Dorf angekommen. Mal schauen, wie die Dorfbewohner auf uns reagieren. Marek, it's you! I have returned. So that means it is so. No longer shall the demon man trouble the earth for peace he has made with the grave. We knew you would not fail, so who are your companions? You are... It is not Malthus, you see, but his brother, Ryudo. These are those whom I am pleased to call friend. Oh, I see. The words of Marek must be true. I welcome you. Anyway, the Elder has been awaiting your turn. Why don't you visit him while I let everyone know that you're back? So, dear guests, friends of Marek are friends of the entire village. Please make yourself at home. See you later, Marek. Ganz nettes Dörfchen. Ich wollte eigentlich mal wieder versuchen, das auf Deutsch zu übersetzen, aber jetzt bin ich so mittendrin. Damn straight, we're friends. Let us visit with the Elder, so there is much I must say. Wahrscheinlich müssen wir einiges zum Ältesten sagen. Oh, ein Generalstore, sogar hier im Wald findet man Waffen aus Metall. Und immer irgendwelche Tutorial-Guys, wofür brauche ich die? Ich glaube, ich quatsche den gleich mal an. Silent Sword, Magic Block Ability. Interessiert mich? Null. Golden Flare, minus Movement, way too heavy. Okay, macht mehr Schaden. Battle Axe with Long Blade. Macht mehr Schaden. Macht die Defense ein bisschen runter, interessiert mich aber nicht so. Dragon West. Da habe ich nicht genug Geld für. Ja, jetzt fängt's an. Ich wusste es. Black Charm, Prejudice Distance, Titan Ring, plus Attack. Jetzt fängt es also an. Den behalte ich mal. Moonshots kommen weg, die Hellebarde kann weg und die Hellebarde kann weg. Wir müssen ja einige Rüstungen haben, die wir nicht mehr unbedingt brauchen. So, und auch hier sind Sachen, die wahrscheinlich, das behalte ich mal, wer weiß, wofür das gut ist. Aber dieser Pretty Charm zum Beispiel kann ich jetzt endlich mal ver... Möbius Ring. Ach, den kann ich eigentlich verkaufen, der bringt gar nichts. Davon habe ich 5 Stück, yes. So, ich möchte nicht weiter verkaufen. Ich möchte weiter kaufen, Geld ausgeben, konsumieren. Wir verstehen uns. Noch eine Dragon Vest. Move macht zwar plus. Hier, das kann ich auch mal machen. 4 da weniger, aber dafür 5 da mehr. Ist eigentlich auch nicht so geil. Das ist noch ganz gut. Ich weiß nicht, weil ich glaube, Tio hat ja eine Weste an, die Movement fördert. Na egal. So, und hier noch den besseren Helm. Dann könnte ich hier noch die Warrior Mail. Naja, das macht Windresistenz. Warm by Automata ist auch nicht so wichtig, weil ich dachte, der macht Movement. Aber nein, macht er nicht. So, was haben wir hier? Is there something you want to know about combat? Beginner Tutorial, Advanced Tutorial. Was? Sehe ich so aus, als ob ich Probleme hätte im Kampf gegen das Böse? Nein! Nana Village, Island of Bla, Elders House, da wollen wir hin. Hallo, kleines Mädchen. Wow, your horns are so cool, lady. I want horns like those. How do you get them? These are not horns. These are das sind ihre Antennen. They are for sending and receiving data. Antennas. I never heard of those before, but I still think you're cool. Ha! The little one seems an armored with you. Das ist doch süß. Hallo, der steht die ganze Zeit übrigens da und wartet auf ihn. Das sind diese Vögel. So you have returned, Marek. Sieht aus wie sein Vater. Yes. Good.
But the danger of annihilation is not yet past. That is not necessary so. What? What do you mean? It is a long story, I see. Come inside, your companions may also enter. Ich benehme mich schon, keine Sorge. Soll ich nochmal auf Deutsch versuchen? Komm, einfach mal mittendrin. Ihr sucht also nach dem heiligen Schwert? Oder nach dem gesegneten Schwert? Ryudo. Das ist doch dein Name, richtig? Würdest du dich etwas ausmachen, wenn ich dir eine Frage stelle? Mach hin. Warum suchst du nach dem Schwert? Vielleicht, weil... Ich weiß es irgendwie selber nicht. Irgendwas halt. Was meinst du damit? Ich habe mein Leben damit verbracht, von Problemen wegzulaufen. Und mich hinter meinem Sinn nach Gerechtigkeit versteckt. Ich hatte niemals Zeit, mich hinzusetzen und über Dinge nachzudenken. Also habe ich entschieden, nicht mehr zu rennen. Und ich habe beschlossen, mich damit auseinanderzusetzen, was um mich herum passiert. Ich hab mich viel zu lang da ausgeschlossen, sag ich jetzt mal, oder habe ich mich nicht damit beschäftigt. Wir glauben auch daran, dass das Leben gefühlt werden muss. Vielleicht fühlst auch du bald, dass nicht alles Licht nur gut ist und nicht alle Dunkelheiten nur böse. Vielleicht hast du dich alleine gefühlt, aber du bist es nicht. Meine Leute glauben nicht in die Götter, aber in Gebete, die von einem starken Herzen kommen. No dark, keine Dunkelheit, kein Licht. Gefühle? Ich kann das nicht verstehen. Das ist lächerlich. Velma existiert wirklich. Wurde dieses Dorf nicht von der Dunkelheit heimgesucht? Velma versucht, Zerstörung über die Welt zu bringen. Da bin ich mir absolut sicher. Elena, du bist hier nicht in der Kirche. Richtig. Lass den Leuten mal ihren Glauben. Es tut mir leid, ich hab mich... I misspoke myself, das ist so schwierig zu übersetzen. Ich lasse es da an dieser Stelle. Ältester. Dinge, die weit hinter unserem Verständnis sind, wachsen jetzt immer weiter, unaufhörlich und versuchen unsere Welt zu betreten. An vielen Orten habe ich den Geruch der aufkommenden Dunkelheit gerochen oder aufgenommen, wahrgenommen. Wir dürfen unsere Augen nicht davor verschließen. Ryudo wird es nicht und ich will es auch nicht. Ich sehe. Du meinst also, ihnen helfen zu müssen. Welche die Hilfe brauchen, müssen sich gegenseitig helfen. Da sprichst du die Wahrheit. Ich wünschte, ich könnte dem allen ein Ende setzen. Aber was ist mit deinen Freunden? Würden sie bis morgen bleiben? Ja, mir ist es egal. Okay. Dann ist es wohl Zeit, das Festmahl zu bereiten und es würde mich wirklich beschämen, wenn ihr nicht daran teilnehmen würdet. Marek, du hast einen guten Job gemacht. Du hast uns von unserer Misere befreit. Dieses Fest soll zu deinen Ehren veranstaltet werden. Brauchen wir Einladungen? Wenn ihr Mareks Freunde seid, seid ihr auch unsere Freunde. Kommt und habt eine gute Zeit. Oh ja.
Ich würde gerne eine kleine Sache mit euch zwei besprechen. Okay. Elder, sie sollten deine Frage nicht von dir direkt hören. Übermittel mir die Nachricht, damit ich das ihnen sagen kann. Kann ich auch helfen? Oh nein, Marek. Unverwüstlich wie du bist, bist du nicht für diese Aufgabe geschaffen. Bitte geht auf den Dorfplatz. Wie ihr wollt, ich werde eure Anwesenheit dort erwarten. Wir sollten zusammen gehen, Theo. Okay, dann gehen wir mal weg. Wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, was der alte Mann von uns will, aber wir halten nicht wieder Händchen. Wie in dieser komischen Stadt von dem Rowan. Okay, niemand in unserem Dorf kann diese Aufgabe bewältigen. Sonst würde ich euch nicht fragen. Das ist okay für mich. Ja. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich helfen könnte. Okay. Gut, das zu hören. Ich zähle auf euch zwei. Und worum geht's? Hallo, lasst mich nicht so im Stich. Dieser Platz ist nur zu Festivitäten geöffnet, Ryudo und Elena. Was ich euch frage, braucht Courage und Determination. Yeah, Determination, you. Of those who have entered here may have perished. Okay. As such, we only ask help of those strong. Ich weiß gerade nicht selber, was das genau heißt. Ich muss mal eben gerade gucken, weil ich verstehe den Zusammenhang nicht. As such, we only ask help of those strong in both mind and body and luck. But I have faith in you. Ne, wir werden nicht wieder mit irgendeiner Kanone geschossen, oder? Wie im ersten Teil, Grandia. Your resolve must be unwavering to enter. Okay, Ryudo, will you please do us this honor? He asked with such sorrow. Sure, can't really say no. Thank you, Ryudo. Thank you. Then please enter the forbidden room. Warum ist der verboten? Ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden, was hier passiert. Die Hütte der Prüfungen. Dann gehen wir mal da rein. Ich weiß nicht, warum das niemand aus deren Dorf machen kann. Guten Tag. Dieser Platz ist leer. Okay. Are you really? Figured there at least. Ich mach's wieder auf Englisch, weil ich hier gar kein Wort verstehe von dem, was die von mir wollen. There at least be some monsters or something. I wonder what we are here for. Are you ready? As always. Dürfte ich hätte vorher speichern dürfen? Ow, ow, ouch! What is this? Ow, ow, ow. Werden wir echt geopfert? Okay. You okay, Elena? Yes, I think so. Only a little startled. Place gives me the creeps. What are we supposed to do in here? Das frage ich mich jetzt auch. Ich habe es vorher nur verstanden, dass wir diese komische Hütte betreten sollen. Look, Ryudo, I see some light over there. What is it? Probably should check it out. Nothing better to do. Ich würde gerne irgendwie auf unverständliche Art und Weise erstmal speichern wollen. Hallo? Aber egal, für diese Folge reicht mir das erstmal hier mit Grandia 2. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mein bisschen Übersetzungstalent hat dann doch irgendwas gebracht. Ich denke nicht, aber egal. Wir sehen uns trotzdem hoffentlicherweise in der nächsten Folge wieder. Und wenn es wieder heißt, hier spricht Ustra. Also, bis dahin. Ciao.